diese Woche hat mir jemand gesagt, 25 Jahre sei ja eigentlich gar nicht so lang. Aber für ein Softwareunternehmen eigentlich schon. Wenn man sich überlegt, dass vor 25 Jahren es weder einen Pentium-Chip noch Windows 3.1 noch vernünftige Technologien gab, ist 25 Jahre eben schon sehr lang. Für uns eigentlich eher gefühlt wie 100 Jahre, weil sich in einem sehr softwareorientierten Unternehmen einfach alles viel schneller dreht und Entwicklungszyklen viel kürzer sind. Vor 25 Jahren war auch ein Neurochirurg, der auf Software angewiesen war, kein guter Neurochirurg. Heute ist ein Neurochirurg kein guter Neurochirurg, wenn er bestimmte Operationen ohne Software durchführt. Soweit wir weiterhin so tolle Mitarbeiter haben, kann eigentlich nichts schief gehen. Das war eigentlich nur das Warmlaufen. Jetzt geht es erst so richtig los. Das sieht man daran, dass wir dieses Jahr mehr neue Technologien auf den Markt bringen, als in irgendeinem der letzten 25 Jahre zusammengenommen. Entsprechend quasi wünsche ich uns allen, dass wir für bedrohliche Erkrankungen immer wieder neue, gute Ideen entwickeln, sodass also noch viel mehr Patienten in Zukunft auch von unseren Technologien profitieren. Ich bedanke mich nochmal für Ihr Kommen und jetzt dürfen Sie gespannt sein, was sich die nächsten 25 Jahre bei BrainLab tut. Vielen Dank. Applaus